Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Beyond Good and Evil HD. Wir sind wieder hier in diesem Spiel. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Eigentlich nicht, denn es gehört den anderen. Und wir sind auf der Suche nach Paige und müssen dafür jetzt unsere Mission zu Ende bringen. Die heißt, die Leute hier ausspionieren. Und dafür müssen wir hier irgendwie... Ah, warte, ich glaube, ich weiß, wie es gehen soll. Wir müssen uns im Schatten der Kisten bewegen. Aber dann, wenn er uns nicht sieht und an der Kiste langschleichen. Das finde ich gut. Das könnte klappen. Darüber hinaus sehe ich hier auch nicht viel. Von daher mache ich das einfach mal. Es könnte ein bisschen knapp werden, aber das schreit hier ja geradezu danach. Ja, das klappt doch ganz gut, schätze ich mal. Gut, ich glaube, an denen sind wir vorbei. Trottel Nummer 1. Nur müssen wir mal gucken. Ah, da ist ein neuer Trottel. Und ich glaube, an dem vorbeizukommen wird nicht ganz so einfach. Von daher müssen wir vielleicht diesen Weg hier nehmen. Schrank. Schrank. Sehr gut. Oh Gott, so viele Ratten. Ach ja, so viele Ratten. Ah. Ich hab dich zuerst geschlagen. So langsam, glaube ich, muss ich mein Essen mal wieder ausrüsten. Und ich könnte echt irgendwie mal langsam wieder so einen Shop gebrauchen. Oh Gott. Soll ich hier vielleicht Geld farmen? Ob man hier Geld farmen kann? Hm. Tatsächlich, hier gibt es einen Taco-Automat. Ach super. Das finde ich sehr gut, weil ich habe kaum noch Leben und so einen Scheiß. Und was ist das hier? Drücken, das mache ich gleich mal. Erstmal shoppen. Kontoidentifizierung. Okay. Meine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder hin. 300 Einheiten, das läuft. Wie kaufe ich das nochmal X? Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder hin. Guck mal jetzt mal. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Thank you. Yeah. Money, bitches. I got money und kann Zeug ausgeben. So, lohnt es sich, den jetzt einzuwerfen? Ja, ich glaube schon. Und die Stakos sind für den Notfall. Legen? Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Wow. Das finde ich cool. Und nur noch ein Foto und wir kriegen eine neue Perle. Aber ich hätte schon gerne meine Stakos zurück. Nein, 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 nein. Ich will hier weg. Geh hier weg. Okay. Gott. Habe ich zwei meiner Tacos verbraucht. Super. Also mit einem hätte ich erleben können für das Foto, weil das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwei ist schon ein bisschen knackiger vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Komme ich hier weiter? Vermutlich nicht. Sei denn, ich kann das kaputt schießen. Ich kann es tatsächlich kaputt schießen.
Das finde ich cool. Aber erstmal noch kurz gucken. Hier gab es noch einen anderen Weg. Also einen vermeintlich anderen Weg. Den wollte ich mir zumindest mal kurz angucken. So, von hier kommen wir. Karte. Ja, ich schätze, von dort kommen wir. Und das führt uns irgendwo anders hin. Wechsle ich die Etage? So. Das scheint uns auf die höher gelegene Etage zu führen. Der Weg dort. Okay, aber zu einem Punkt, wo wir auch schon waren. Warte mal, das könnte uns wieder zum Safe Point führen, oder? Kann das sein? Das sieht fast so aus. Mhm. Dann probiere ich den Weg doch mal kurz aus. Nicht, weil ich unbedingt speichern möchte, sondern einfach nur wissen möchte, ob meine Theorie hinhaut. Und die Kiste ist total fehlplatziert. Die bringt eben gar nichts. Die macht einfach nur Terror. So, wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten wir jetzt in der Halle mit dem Fahrstuhl landen. Wow. Und das ist korrekt. Hier werde ich jetzt natürlich nicht hingehen, weil... Pff, ich habe gerade gespeichert. Aber sehr angenehm, dass es in das Spiel ständig irgendwie Möglichkeiten zum Speichern gibt. Und das ist faszinierend. Das finde ich spannend. Wo führt mich dieser Gang denn hin? Das muss ich jetzt nochmal gucken. Ein Gang, der mich irgendwo hinführt. Ganz spannend. Ach warte, der wird mir aber nur zum anderen Raum führen oder sowas, oder? Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was diese Aktion soll. Warum? Was bringt es mir? Also was bringt dieser Zweitgang? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber egal, ich bin und bleibe paranoid. Inhalt wird gespeichert. Schalte die Konsole nicht aus. Bitte, Dankeschön. Ich meine, als ob ich diese 2 Meter nicht laufen könnte bis hierhin. Egal. Wir laufen zurück in den Schrank und sehen dann, wie wir von dort aus weitermachen. Und die Ratten sind anscheinend neu gespawnt. Das ist nicht schön. Oh Gott, die Steuerung gerade. Alter, ich drücke überall hin. Sie bewegt sich nur nicht dahin, wo ich den Stick hinbewege. Herrgott, geh von dieser Kiste runter. Bitch. Also so manche Stellen in diesem Spiel sind doch hart zum Geldfarmen. Ich meine, eine so eine Ratte bringt mir, was, 100 Tacken? Ne, nicht ganz. Nicht mal annähernd 10. Aber es reicht für einen Stacko im Notfall. Von daher. Egal, wir machen hier lang weiter. Schätze ich mal, ganz stark. Und gehen in die Nutri... Keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht cool aus. Organische Materie. Was eine Musik. Das ist seltsam. Ich gehe. Ich habe da was gesehen. Eindringling! Eindringling!
Hat er sich selbst eingesperrt, der Trottel? Warum ist eigentlich schon wieder das falsche Essen ausgerüstet? Das ist mir viel lieber. Also, ich könnte ihn jetzt töten. Ich mach's auch, weil er ist meine Abkürzung zum Abkürzen. Und er bringt mir ein bisschen Knete. Ich habe gedacht, dass er mir mehr Knete bringt, ganz ehrlich. Na gut. Die deutsche Synchro von den Wachen ist einfach so gar nicht angsteinflößend. Aber ich habe eins gerade rausgefunden, wenn man sprintet, hören die einen tatsächlich. Und das ist auch eine gute Information. Was sind das für Viecher? Art bereits fotografiert. Okay, sie füllen diese Glibberbälle in die Kisten. Oder so. Ein sehr cleverer Mechanismus. So, jetzt, wo bin ich jetzt eigentlich auf der Karte? Da habe ich was übersehen. Das ist ja ärgerlich. Wo ist denn das? Was ist denn das? Wieso ist das da? Und alles ist merkwürdig. Ist das der Schrank? Da gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Ich muss jetzt wissen, was ich da gerade verpasst habe. Ich verpasse ungern Sachen. Da bin ich anspruchsvoll. Nee, die Ratte ist es nicht. Du dumme Ratte. Pfui, Ratte. So, war es hier in dem Raum? Tiere. Nee, das war noch ein Raum weiter. Was war denn das für ein Raum? War das dieser Raum? In der Röntgenverifizierung? Nee, die Röntgenverifizierung war es auch nicht. War der Raum vor der Röntgenverifizierung. Verdammt, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Ach. Gab es irgendwie einen Shortcut über die... Moment, da? Das ist der Fahrstuhlraum. Im Fahrstuhlraum soll ich was übersehen haben? Wie soll denn das gehen? Ja, Wand. Wand, warte die Wand. Ich sage Wand, Wand, warte die Wand. Nein, da will ich nicht lang. Da will ich nicht lang! Wand, Wand, warte die Wand. Gott. Das Spiel ist gerade voller Ladezeiten. So, wo war jetzt der Bereich, wo ich zum anderen Raum hinkam? Hier war das. Kletter da hoch, Mädchen. Wir schaffen das. Gemeinsam sind wir stark. Ah, ist mir warm. Ne, ich glaube hier nicht. Aber hier soll noch irgendwo ein Tier sein? Wo denn? Wo soll denn hier ein Tier sein? Tiere. Dann gebe ich genau da, wo ich stehe. Thank you.
Hä? Verstehe ich nicht. Braucht doch nur noch ein Tier. Kann hier denn ein Tier sein? Das ist ja merkwürdig. Ja gut, wir bleiben bestimmt noch ein Weilchen in dem Gebiet, von daher finden wir das irgendwie noch raus. Aber höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesem Abschnitt des Spiels, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann von daher sehen wir uns dann später wieder. Tschüss!